Hi, mein Name ist Arne. Hast du manchmal Verspannungen, Probleme mit dem Rücken? Dann bist du hier jetzt genau richtig. Denn in diesem Workout zeige ich dir, wie wir die schwache Muskulatur wieder ein bisschen kräftigen und die verkürzten Muskeln wieder auf Länge bringen. Und das Ganze machen wir heute mit dem Textilband aus der Arzt Vitality Serie mit dem Superband. Ja, das ist jetzt hier das etwas leichtere Band. Starte damit erstmal. Und ich werde dir jetzt verschiedene Übungen zeigen, die auf der einen Seite kräftigend sind, aber wir werden auch ein bisschen Mobilisation machen. Also volle Aufmerksamkeit für deinen Rücken. Ich wünsche dir viel Spaß und wir starten jetzt direkt mit der ersten Mobilisation. Und zwar nimmst du bitte mal das Band so, dass du es einfach in beide Hände legst. Wenn es zu lang ist, kannst du es gerne auch einmal nach innen wickeln. Halt es so, dass du etwas schulterbreiter stehst. Knie leicht gebeugt. Wir starten von hier aus. Einmal lang nach oben. Schieb die Hände einmal rück und komm wieder zurück. Ich zeige es dir einmal von der Seite. Es geht jetzt darum, hier richtig die Arme nach hinten zu legen, so ein bisschen locker zu lassen. Du merkst, dann geht das richtig hier in die Dehnung der Brustmuskulatur, in die Öffnung der vorderen Kette. Lass die Atmung fließen und wieder ausatmen. Nochmal tief ein, streck dich. Und nochmal ausatmen. Wir kommen jetzt gleich zu den Seiten. Mach das Ganze von hier aus. Nochmal nach oben. Streck die Hände. Über den Kopf hinaus, so weit wie du möchtest. Du merkst auch vielleicht, nachher geht es immer ein Stückchen weiter. Wir kommen jetzt zur rechten Seite. Lehn dich einmal mit mir nach rechts. Öffne die Körperhälfte. Zieh sie hier in die Länge. Und komm mit mir jetzt einmal nach unten. Halt das Band leicht unter Spannung, dass du es nicht verlierst. Und lass den Rücken einmal hängen. Wir gehen zur anderen Seite. Und auch hier. Hände leicht unter Spannung. Auseinanderziehen, dass das Band nicht verloren geht. Und dann kommst du wieder in die erste Position und schiebst die Arme wieder rück. Schau leicht nach oben. Stolze Brust. Wir machen noch eine Runde von hier aus. Mobilisation für den Rücken. Dehn die Seite. Ja, genieß das Ganze. Vor allen Dingen, wenn du jetzt vielleicht gesessen hast, einfach mal wieder die Muskeln in die Länge ziehen. Nach unten. Schau auch mal, wie weit du mit den Händen nach unten kommst, ohne es zu werten. Aber wir werden am Ende dieser Trainingseinheit das Ganze nochmal machen und vielleicht wirst du merken, dass der Rücken nach diesen Übungen auch ein bisschen flexibler geworden ist. Noch einmal die Hände wirklich nach hinten strecken. Öffnen. Und wir kommen jetzt zur ersten Einheit. Von hier aus einmal langsam zurückbringen. Gut, wir kommen zur ersten Übung. Und zwar zum Deadlift. Und zwar ist das klassische Kreuzheben, was wir mit dem Band machen. Du stellst dich bitte mal so drauf, dass du rechts und links einmal aufs Band gehst und greifst, wenn du magst, erstmal beide Seiten. Wenn es zu heftig sein sollte, hast du immer die Möglichkeit, das untere alleine zu nehmen. Und wenn du möchtest, kannst du auch direkt beide nehmen. Okay, stell dich mal hin, teste mal, wie stark das ist. Hier oben muss es schon relativ anstrengend sein. Die Hände sind schulterbreit. Zieh die Schultern schon mal aktiv nach hinten. Stell dir jetzt mal vor, du stehst mit mir so ein bisschen hier an so einer Klippe. Wir gucken jetzt mal nach unten, was da passiert. Und ohne vorne rüber zu kippen, hast du das Gewicht auf den Fersen. Der Rücken ist schön lang. Und dann richten wir uns wieder auf und schauen an den Horizont. Ja, wenn du nach unten gehst, lässt das Band locker. Wenn du nach oben gehst, aktiv aus der Rückenmuskulatur hochziehen und am Ende die Schulterblätter schön Richtung Wirbelsäule nach hinten bringen. Also entgegengesetzt der Alltagsbewegung, alles was nach vorne geht, ziehen wir jetzt mal aktiv nach hinten. Stolze Brust, einatmen und schau mal auf meinen Rücken, wo der sich befindet, wirklich in der Länge. Ja, das ist wirklich wichtig, weil das wäre eher noch rund. Schieb den Po nach hinten raus und zieh dich dann mit langem Rücken nach oben. Ja, was auch noch immer ein Fehler ist, ist so diese Bewegung, wo es mehr hier aus den Beinen geht. Die Bewegung kommt ja jetzt hier wirklich aus dem Rücken. Und du kannst dir auch angewöhnen, alles, was du im Alltag hebst,
ob das ein Kasten Wasser ist. Sollte immer mit einem schön langgestreckten Rücken sein. Die Kraft kommt dann hier raus, Schulter nach hinten. Die letzten zwei. Und wenn dir eine Übung von diesen, die ich dir jetzt zeige, wirklich besonders gut tut, kannst du die auch einfach für dich noch ein bisschen länger machen. Wichtig ist mir jetzt, dass du die Technik verstehst, die Übung von hier aus nachvollziehen kannst und dann einmal kurz lösen. So, du darfst in den etwas weiteren Stand gehen. Jetzt arbeiten wir einarmig. Wir starten mal mit der rechten Seite und zwar greifen wir hier. Der Rücken ist wieder lang. Die eine Hand darfst du hier abstützen und wir ziehen jetzt leicht diagonal nach oben. Ja, von der Seite aus ist der Rücken auch wieder in der kompletten Länge. Ich spreche ja ganz gerne immer von so einer Skischanze, die von oben vom Kopf bis unten in den unteren Rücken geht. Also eine leichte Skischanze, die über das Becken rausschießt. Dann zieht der Ellenbogen leicht nach hinten. Schulterblatt wandert Richtung Wirbelsäule. Und wichtig ist jetzt hier die diagonale Spannung, die von diesem Fuß kommt. Ja, wenn das Band hier mal so ein bisschen durchhängt, macht das nichts, weil du kannst hier kürzer greifen und dann merkst du, wie die Spannung wächst. Wenn du keine Unterstützung haben möchtest, nimmst du den Arm hier einfach mal raus. Dann merkst du relativ schnell, wie der untere Rücken arbeitet. Und dann einmal langsam von hier aus kurz lösen. So, damit der Rücken mal kurz entspannen kann, weil du merkst jetzt schon, nach dem Deadlift und nach diesem Zug merkt man den unteren Rücken recht deutlich. Wir machen jetzt eine Übung, die auch für den Rumpf ist, für den Rücken, aber auch für die aufrichtende Muskulatur und für den Bauch. Ich stelle mich jetzt nur mit einem Fuß vorne drauf und greife das Superband so, dass ich parallel hier die Hände zueinander zeigen habe. Ich stelle mich aufrecht hin und schiebe die Arme erstmal nach vorne. Und jetzt merke ich, wie der Rücken, die Schultern natürlich auch und der Bauch arbeiten müssen. Und langsam erstmal wieder tief. Nochmal nach oben. Was wir jetzt machen, wir haben die Knie leicht gebeugt. Wir gehen jetzt einmal nach rechts und einmal nach links. Dann wieder lösen. Nochmal von hier aus leicht nach oben. Und einmal nach rechts abbiegen, nach links. Bewegte Form für den Rücken. Wenn es zu heftig wird, auch für die Schulter, geh ein bisschen mehr in die Knie. Da müssen zwar die auch ein bisschen mehr arbeiten, aber dann ist es hier nicht ganz so anstrengend. Und dann hier nochmal. Rechts und links. Schön den Bauch anspannen. Nochmal hoch. Arme bleiben lang. Gesicht ist entspannt. Ja, das ist eine Kombinationsbewegung, weil nicht nur der Rücken ist wichtig, sondern auch der Bauch, den trainieren wir am Ende auch nochmal. Der sollte als Gegenspieler immer mittrainiert werden. Und letztes Mal und einmal lösen. So, bist du bereit für die andere Seite? Dann darfst du dich nochmal draufstellen. Wieder so, dass das Band schön unter Spannung ist. Diesmal kommt der Zug mit dem linken Arm. Das Band hier darf ruhig ein bisschen durchhängen. Stütz dich ruhig ab und zieh den Ellenbogen wieder leicht 90 Grad schräg nach oben. Wichtig ist wieder die komplette Ausrichtung der gesamten Wirbelsäule. Schau darauf, dass der Hals gerade ist, dass der Blick schräg nach unten geht. Und spür, wie von hier aus das Schulterblatt über den Brustkorb wieder Richtung Wirbelsäule gleitet. Versuche im Einklang mit der Bewegung immer auch die Atmung fließen zu lassen. Und die letzten davon. Zwei Stück noch. Und noch einer. Und dann darfst du von hier aus einmal lösen. Perfekt. Gut, wir kommen einmal in die Bodenposition. Vorsichtig runtergehen. Und die erste Übung, die wir machen, machen wir im Sitzen. Es geht jetzt gleich darum, dass wir quasi das Band eigentlich nur als Hilfsmittel nehmen.
Du darfst es noch mal einmal greifen. Ich wickel das jetzt noch einmal etwas kürzer nach innen, so dass ich das ein bisschen auseinanderziehen kann. Versuch dich jetzt erstmal hinzusetzen, so dass die Beine ein leichtes V haben. Steißbein ist fest verankert und versuch dich mal hier jetzt ganz rauszustrecken. Ja, das ist schon anstrengend für den Rücken. Jetzt musst du dir vorstellen, dass die Beine wirklich einzementiert sind. Da darf sich nichts mehr bewegen. Das heißt, das ist nicht möglich. Die Beine sind fix, das Becken ist fix. Und jetzt lehn dich mal zur Seite. Was du jetzt merkst, ist, dass das Bein ein bisschen hoch will. Drück das nach unten und komm wieder hoch. Ja, da du jetzt hier den Oberkörper zur Seite neigst, merkst du zwar die Dehnung, aber auch die Kräftigung gleicherseits. Du musst gegenhalten und das Ganze aus dem Rumpf und aus dem Rücken steuern. Immer entspannt dabei gucken. Und nimm dir wirklich Zeit. Mach dein eigenes Tempo. Und ich würde dir immer empfehlen, mit der Einatmung zur Seite zu gehen und mit der Kraft wieder in die Aufrichtung. Ja, du merkst, diese Kontrolle über die Beine ist nicht ganz so einfach. Letzten zwei. Und das aufrechte Sitzen, richtig rausschieben. Und dann darfst du von hier aus einmal lösen. Lass dich einmal locker. Schultern wieder einmal lösen. Wir gehen jetzt zusammen in die Kutscherhaltung. Wir kommen jetzt zum sitzenden Rudern. Auch mit dem Textilband. Und zwar darfst du das einmal doppelt nehmen. Und wie du ja weißt, die gibt es in drei verschiedenen Stärken. Wenn du jetzt sagst, oh, das Grüne ist aber wirklich noch einfach, dann kannst du auch bei den anderen Übungen unterschiedliche Bänder einsetzen. Also zum Beispiel beim Rudern würde sich auch vielleicht noch ein stärkeres eignen. Einmal um die Füße herum. Perfekter Griff ist hier einfach von oben gegriffen. Die Daumen zeigen nach oben. Du kannst die Füße schließen oder ein bisschen öffnen. Umso kürzer wird das Band. Und dann auch hier. Entweder Beine leicht angewinkelt halten und ranziehen. Wir starten so, dass beide Ellenbogen ganz, ganz dicht an den Körper gehen. Stell dir dabei wieder vor, dass das Brustbein wirklich nach vorne schiebt im gleichen Atemzug. Als wenn du eine Ziellinie überquerst, die Schulterblätter ziehen nach hinten. Und wenn du normalerweise so im Sitzen am Computer vielleicht auch arbeitest, ist es eigentlich genau der Gegensatz, den wir machen. Wir hängen eher nach vorne, der Schulterbereich ist eher geschlossen. Und jetzt öffnen wir diesen ganzen Bereich und kräftigen die Muskulatur hinten, die normalerweise abgeschwächt ist. Und nochmal schön konzentriert ziehen, ausatmen. Du kannst natürlich hier auch gerne ein bisschen variieren, wenn du möchtest. Kannst du auch die Ellenbogen mal ein kleines bisschen mehr nach außen ziehen. Dabei drehen sich dann die Daumen aus dieser Position ein bisschen nach innen. So erreichst du jetzt gleich ein bisschen mehr den oberen Rücken. Und du könntest theoretisch auch die Daumen zueinander zeigen lassen und dann die Ellenbogen etwas schräg nach oben nehmen. Das trainiert jetzt mehr den oberen Rücken. Man kann auch dann variieren. Daumen zeigen nach oben, das ist die Anhalterübung. Dann gehen die Daumen schräg zur Mitte und dann zeigen sie zueinander. Nochmal gerade, schräg, das ist so 45 Grad und dann geht es ganz nach oben. Komm, eine Runde machen wir noch, die letzte. Nochmal schön aufrecht ziehen, schräg und letzte nach oben und einmal kurz lösen. Gut, leg das Band einmal neben dir ab. Komm von hier aus einmal in den Kniestand. Was wir jetzt machen, weil wir viele Übungen gemacht haben, die wirklich für die Kräftigung waren, wir machen jetzt eine kleine Mobility-Übung. Wir machen einen Flow zusammen, der gleich so ein bisschen fließend ist. Knie dich von hier aus erstmal so hin, dass du im sauberen Vierfüßlerstand bist. Bedeutet, die Hände sind genau unter den Schultergelenken, Kniegelenke unter deinen Hüftgelenken. Wir gehen von hier aus in den Katzenbuckel, nach oben. Ja, schieb die Wirbelsäule Richtung Decke raus, zieh den Kopf mit ran und dann einmal wieder rausschieben in den Pferderücken oder auch in diese Brücke.
Dabei schiebt Steißbein und Scheitelpunkt voneinander weg. Dann nochmal zueinander ziehen. Und wieder noch einmal. Und dann von hier aus einmal halten. Die Fußspitzen hast du aufgestellt. Was wir jetzt machen, ist eine regenbogenartige Bewegung nach oben. Und zwar beginnst du mal mit deiner rechten Hand. Die löst sich und fließt Richtung Decke. Dann kommst du mit der linken Hand hoch und lehnst dich leicht nach hinten. Ich habe jetzt hier hinten meine rechte Hand auf der rechten Ferse und dann lehne ich mich weit nach hinten. Jetzt spürst du, wie die komplette vordere Kette gedehnt wird. Dann geht's langsam zurück. Wieder nach vorne in den Vierfüßlerstand. Sanft absetzen. Mach das Ganze mal mit links. Nach oben hochkommen und nach hinten lehnen. Genauso leicht schräg rücken. Wir kombinieren beides miteinander. Du gehst zurück in den Vierfüßlerstand. Einmal rund werden. Gerade. Rechte Hand. Nach hinten und wieder nach vorne. Nochmal rund werden. Rainbow nach hinten links. Wir machen noch eine Runde. Wenn du möchtest, kannst du auch hier die Hand von deiner Ferse wegnehmen. Wenn du merkst, da geht noch ein bisschen mehr, kannst du sie auch Richtung Boden nehmen. Und nochmal zurück, aber immer vorsichtig. Langsam tief. Nochmal rund. Ich zeige dir nochmal die Bodenvariante. Beginn am besten erstmal aus Sicherheitsgründen hier mit der Ferse, dass du nicht nach hinten runterfällst, halten. Und dann, wenn diese Spannung ist, hier einmal runter. Und wieder vor. Letzte Runde. Dann kommen die nächsten Kräftigungsübungen. Rausschieben. Ja, das tut einfach mal gut, wirklich so diese Öffnung des Körpers, jeden einzelnen Wirbel mit den Gelenken von hier aus mal wieder durchdehnen. Letztes Mal die Rundung, Katzenbuckel und nochmal die Streckung. Alles gut bei dir? Kommen wir von hier aus vom angenehmen Teil jetzt nochmal zu zwei Kräftigungsübungen, aber auch die kriegen wir nochmal hin und zwar brauchst du jetzt wieder deinen Superband. Ich würde dir jetzt nochmal empfehlen, das Band zu nehmen und nochmal nach innen zu wickeln, dass du nochmal so diese Länge hast. Das ist eigentlich perfekt. Wir gehen von hier aus in die nächste Bewegung und zwar kommen wir zum Airplane, zum Flieger. Du musst dir das Ganze jetzt wie so eine Startbahn vorstellen. Du legst dich einmal ab und kommst hier jetzt gleich langsam hoch. Das heißt, du hältst und dann biegen wir einmal nach rechts, nach links ab und gehen wieder tief. So ein bisschen ähnlich, was wir vorhin im Stehen gemacht haben, also rechts, links. Reflektorisch die Rückenmuskeln nochmal ansteuern, Arme nach vorne strecken, Nasenspitze schwebt über dem Boden. Von hier aus mit der nächsten Ausatmung heben. Und dann einmal die Hände über den Boden gleiten lassen, nach rechts, nach links und langsam wieder lösen. Nochmal ausatmen. Schau nochmal drauf, dass der Hals wirklich lang gestreckt ist. Der Blick geht nach unten und wieder lösen. Das Superband leicht auseinanderziehen. Und wenn du es noch etwas mehr intensivieren möchtest, darfst du beim nächsten Mal gerne auch nochmal die Füße heben. Und heben. Dann merkst du, dann ist der Gesäßmuskel noch ein bisschen mit drin. Wenn das zu heftig ist, kannst du auch immer nur ein Bein erstmal heben. Und machst es beim nächsten Mal auf der anderen Seite. Noch einmal. Und dann von hier aus einmal lösen. Schieb dich einmal nach hinten. Dehn noch einmal kurz den
Rücken, zieh dich nochmal raus. Schieb nochmal rechte und linke Schulter leicht nach unten. Und dann von hier aus einmal in den Sitz. So, ich hatte dir vorhin ja auch schon erklärt, dass nicht nur die Rückenmuskulatur wichtig ist, sondern auch immer ein gestärkter Bauch, um das gesamte Muskelkorsett im Rumpf wirklich zu stabilisieren. Und daher trainieren wir jetzt nochmal den Bauch. Du kannst das Band in der gleichen Position halten. Leg dich erstmal entspannt in die Rückenlage. Die natürliche Form der Wirbelsäule ist gegeben, also so eine leichte Brücke im unteren Lendenwirbelbereich. Kopf ist lang gestreckt, die Beine sind hüftbreit abgesetzt und die Arme streckst du von hier aus erstmal einmal aus. Wir kommen von hier aus in der ersten Stufe nach oben hoch. Ausatmen. Du ziehst das Band leicht auseinander und kommst ohne Schwung und nur mit der Kraft hoch. Es ist ganz egal, wie hoch du kommst. Wichtig ist, du machst es mit der Kraft deines Bauches. Hier geht es nicht um Geschwindigkeit, hier geht es wirklich um Kontrolle. Wirklich aufmerksam mit der Atmung, mit der Bewegung, konzentriert für den Bauch und für den Rücken arbeiten. Denn durch die Anspannung der Bauchmuskulatur schützt du jetzt auch deine Wirbelsäule. Ganz egal, wie sie bewegt wird, ob sie lang ist, ob sie etwas gerundet ist. Denn wenn du bei jeder Bewegung, die du im Alltag machst, immer den Bauchnabel ein bisschen anspannst, dann kann deinem Rücken auch weniger passieren. Wir kommen zur nächsten Stufe. Wenn du möchtest, hebst du jetzt das rechte Bein an, berührst mit dem Band ganz kurz den Unterschenkel und wechselst die Seite. Wenn dir das zu einfach ist, hebst du beide Beine. Und ich habe noch eine Stufe gleich für dich. Versuch immer nur die Stufe mitzugehen, die für dich gerade deine passende ist, dass du sagst, das reicht mir erstmal. Hier ist nochmal die Kontrolle. Ja, das Band berührt die Unterschenkel. So, wenn du mehr möchtest, was wir jetzt machen, ist noch eine Stufe. Du kommst hoch, ich halte die Kraft, strecke ein Bein kurz aus, komm zurück und geh wieder runter. Nochmal. Hier haben wir jetzt isometrische Haltebewegung, Hebelverlängerung und wieder langsam zurück. Wir machen jede Seite noch einmal. Schau nochmal, dass der Abstand von deinem Kinn zum Brustbein immer so eine Faustbreit Platz ist. Bleibt nochmal letztes Mal. Komm nochmal hoch. Und dann von hier aus einmal ablegen und streck dich einmal. Schieb einmal die Fersen so ein bisschen im Wechsel raus. Beweg den unteren Rücken, so als würdest du morgens im Bett gerade aufwachen, dich recken und strecken und dann von hier aus einmal das Band lösen. Komm von hier aus einmal langsam nach oben und ich brauche dich noch einmal von hier aus im Vierfüßlerstand. Hände nochmal weit nach vorne ablegen. Und zieh den Rücken und die Schulterblätter jetzt noch mal weit nach vorne raus. Setz das Becken leicht nach hinten. Deine Knie sind sanft geöffnet, dass der Bauch Platz hat, um zu atmen. Dann von hier aus einmal mit rundem Rücken nach vorne kommen und einmal sanft durchhängen lassen. Je nachdem, wie tief das geht. Wenn du hier bist, ist auch okay. Ansonsten versuch den Rücken einfach mal in dieser Cobra-Position durchzuhängen lassen. Wenn das zu intensiv wird, was du immer machen kannst, ist die Arme etwas weiter aufstellen. Dann ist es wesentlich entspannter auch im Schultergürtel. Teste das gerne mal. Nochmal nach hinten, wieder in die Rundung. Noch einmal vor. Genieß das Ende. Letztes Mal rück.
Und von hier aus einmal in den Vierfüßlerstand und setz einmal von hier aus die Fäuste genau vor die Kniegelenke. Ich nenne das Ganze immer so die King Kong-Stellung, Gorilla. Von hier aus einmal richtig aufbäumen, die Schulter nach hinten ziehen, Hunden, das Becken wieder nach hinten strecken und jetzt einmal ins Schneckenhaus zurückziehen, rund werden. Wirbel für Wirbel nach oben drücken und nochmal schieben. Letztes Mal macht hier nochmal rund. Und jetzt gucken wir gleich mal, wie geschmeidig und wie flexibel der Rücken geworden ist. Wir kommen jetzt gleich nochmal zur hängenden Variante für den Rücken. Du setzt nochmal die Hände auf, stellst die Fußspitzen auf, kommst von hier aus nochmal auf die Füße und lässt hier einfach nochmal die Hände locker hängen. Vielleicht bist du jetzt schon ein Stückchen weiter nach unten gekommen. Lass dich nochmal ganz entspannt hängen. Und dann roll dich von hier aus Wirbel für Wirbel nochmal langsam nach oben hoch. Locker die Schulter nochmal aus. Ja, das war das Training für deinen Rücken. Ich hoffe, dir hat es gut getan. Das Ganze mit dem Textilband aus der Arts Vitality Serie. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß beim Training, beim Wiederholen und ich kann dir nur sagen, dein Rücken wird es dir danken.